bekomme ganz oft die Frage, Nick, was ist jetzt die beste Diät? Das ist wie wenn ich fragen würde, was ist das beste Auto? Die beste Diät ist die, die dich nachhaltig und vor allem langfristig an deine Ziele bringt. Und deshalb präsentiere ich euch heute die Diät, die bereits über 850 Kunden bis an ihre Ziele und darüber hinaus gebracht hat. Bevor wir uns die womöglich beste Diät gemeinsam ansehen, müssen wir klar definieren, wieso man überhaupt eine Diät macht, beziehungsweise was eine Diät ist. Und warum die NH-Diät keine Diät ist. Jeder kennt das Wort Diät, eine zeitlich begrenzte und restriktive Ernährungsweise zur Erreichung bestimmter Ziele. So ist die Definition. Die Ziele sind meistens Fettabbau, Gewichtsverlust oder Muskelaufbau. Aber es sind gerade die Begriffe restriktiv und zeitlich begrenzt, die eine Diät von einer langfristigen Ernährungsumstellung unterscheiden. Eine Diät hat meistens einen Startpunkt und einen Endpunkt, was nicht nachhaltig ist. Außerdem ist das Wort Diät immer mit einer Einschränkung verbunden und generell sehr negativ behaftet. Ja, bei einer Umstellung wirst du wahrscheinlich auch bestimmte Lebensmittel einschränken müssen oder ganz weglassen. Der Knackpunkt dabei ist, die Einschränkungen so minimal wie möglich zu halten. Das macht die Umstellung nachhaltiger und praktikabler. Dann spricht man von einer dauerhaften Veränderung der Essgewohnheiten, um ein oder mehrere Ziele langfristig zu erreichen. Das ist der wahre Schlüssel zum Besseren. Nummer 1, die Energielevelsteigerung. Nummer 2, deine Schlafoptimierung und die Optimierung zum Besseren, egal ob ich jetzt körperlich besser aussehen möchte, mental klarer denken möchte, Schmerzen reduzieren möchte, durch weniger Entzündungen oder langfristig ein starkes Immunsystem haben möchte. Diese Ziele sollten über allen anderen stehen. Am Ende muss es um eine Lebensstilanpassung gehen und nicht um eine Diät mit Start- und Endpunkt. Die drei wichtigsten Punkte für eine langfristig und erfolgreiche Ernährungsanpassung sind folgende. Erstens, du brauchst wenige Regeln und viele Prinzipien. Zweitens, es muss einfach sein, sodass es auch im Alltag umsetzbar ist. Und drittens, es muss schmecken. Ich habe generell nur zwei harte Regeln bei meiner Ernährung. Der Rest sind Prinzipien und keine Regeln. Die erste Regel ist, verzichte auf Gluten. Denn der Großteil der Menschheit verträgt Gluten einfach nicht. Die Frage, die man sich stellen sollte, ist nicht, ob ich es nicht vertrage, sondern eher, wie stark vertrage ich es nicht und wann und wie macht es sich bemerkbar. Wenn euch das Thema Gluten weiter interessiert, dann schreibt es mal in die Kommentare, dann mache ich ein vollständiges Video darüber. Und die zweite harte Regel, iss einfach keine stark verarbeiteten Pflanzenöle wie Sonnenblumenöl, Palmöl, Rapsöl und so weiter. Und das, weil all diese Öle deiner Gesundheit nicht gut tun. Neben den zwei harten Regeln habe ich vier Grundprinzipien, die ich verfolge. Das erste Prinzip ist, immer die zum aktuellen Zeitpunkt höchste Qualität an Protein verwenden. Das zweite Prinzip, du solltest bei jeder Mahlzeit eine für dich passende Proteinquelle essen. Und das dritte Prinzip, beachte, dass deine Lebensmittel keine Zutatenliste hat. Und das vierte Prinzip ist das Kaizen-Prinzip. Eines der wichtigsten Prinzipien, wenn nicht sogar das wichtigste Prinzip einer erfolgreichen Zielsetzung, ist das Kaizen-Prinzip. Dieses Prinzip stammt ursprünglich aus Japan und hat seine Wurzeln in der Nachkriegszeit. Der Begriff Kaizen setzt sich zusammen aus den japanischen Wörtern Kai, was so viel heißt wie Veränderung, und Zen, was so viel heißt wie zum Besseren. Kaizen steht somit nicht nur für mich, sondern auch für euch, für kontinuierliche Verbesserung in kleinen Schritten. Und das ist auch dein Schlüssel zum Erfolg, egal was du vorhast. Entscheidend ist, eine Ernährung zu finden, die dauerhaft funktioniert, die schmeckt, die Energie gibt, dich gut schlafen lässt und dich jeden Tag deinen restlichen Zielen näher bringt. Einer der Hauptgründe dafür, dass die erste Mahlzeit des Tages so wichtig ist, sind deine Neurotransmitter in deinem Gehirn. Sie bestimmen die geistige und körperliche Leistungsfähigkeit für deinen kompletten Tag. Was du in der Früh brauchst, sind Neurotransmitter Dopamin und Acetylcholin. Das sind die beiden Neurotransmitter, die für Energie, Aufmerksamkeit, Leistungsfähigkeit und Drive, also deinen inneren Antrieb, zuständig sind. Und deshalb ist die erste Mahlzeit, die ich bei jedem meiner Kunden verbessere und die ich grundsätzlich empfehle, als erstes das Frühstück zu ändern. Weil dein Frühstück ist die Mahlzeit, die den größten Effekt auf die restlichen Mahlzeiten deines Tages hat. Je besser dein Frühstück ist, desto mehr Energie hast du im Laufe des Tages. Und ja, es kommt bei mir auch manchmal die Frage, ob intermittierendes Fasten gut ist, aber dazu auch ein gesondertes Video, sonst wird es den Rahmen sprengen. Dein Frühstück sollte innerhalb der ersten Stunde nach dem Aufwachen gegessen werden, um deinem Körper die wichtigsten Rohstoffe zur Versorgung und zur Blutzuckerstabilisierung zu geben. Eine sehr gute Methode, um dein Frühstück zu analysieren, ist dich zu fragen, wie hoch dein Energielevel auf einer Skala von 1 bis 10 eine Stunde nach der Mahlzeit ist. Und ein kleiner Hinweis, der noch öfter kommen wird, auf meinen Skalen gibt es keine 7, weil 7 statistisch gesehen die Mehrheit wählt und deshalb die geringste Aussagekraft hat. Also 1 ist gleich, ich will direkt wieder schlafen gehen und 10, ich könnte Bäume ausreißen, mein Energielevel und mein Fokus sind 10 von 10. Dein Ziel sollte also sein, Frühstücksoptionen zu finden, die eine 8, 9 oder 10 sind. Wenn dein Energielevel eine Stunde nach dem Frühstück 6, 5, 4
oder sogar darunter ist, war es wahrscheinlich die falsche Option. Und deshalb empfehle ich ein Frühstück aus Protein und gesunden Fetten. Hier kommt ein Kontinuum an guten Frühstücksoptionen, die aus Erfahrung funktionieren und für jeden was dabei sein sollte. Auf der ganz linken Seite sehen wir kein Frühstück. Das ist für die meisten die schlechteste Option. Danach folgt schon die Handvoll Nüsse, die kann jeder mal machen. Aber keine Erdnüsse, die gehören zu den Hülsenfrüchten und sind suboptimal. Aber dazu auch ein genaueres Video, wenn ihr mehr über Hülsenfrüchte wissen wollt. An dritter Stelle kommt dann der Proteinshake mit Wasser bzw. Rohmilch, wenn verträglich. Aber da die wenigsten klassisches Whey, also Molkeprotein, vertragen, bevorzuge ich vor allem am Anfang Goat Whey oder Reisprotein. Goat, also Ziegenwhey, schmeckt sehr gut und ist hypoallergen, also fast jeder verträgt. Ich werde auch alle Supplements oder alle Erwähnungen, die ich habe, unten in der Beschreibung verlinken. Generell ist aber zu erwähnen, dass echtes Essen, also nicht industriell verarbeitete Lebensmittel, immer zu bevorzugen sind. Wenn wir noch weiter nach rechts gehen, dann kommt das griechische Joghurt oder Skyr. Am besten gemischt mit Proteinpulver, dazu wieder gesunde Fette wie Nüsse, Cashew, Kokos oder Mandeln. Und eventuell für den Geschmack noch ein paar Beeren drauf. Eine Grundregel bei Obst: je dicker die Schale, desto mehr Zucker. Je dünner die Schale, desto weniger, wie zum Beispiel Himbeeren oder Heidelbeeren. Und weil das Ziel deines Frühstücks ein hoher Fokus und Energielevel sind, bevorzuge ich maximal Beerenobst zur protein- und fettreichen Mahlzeit. Jetzt kommen wir erstmals in meine Lieblingskategorie. Von Eier bis Bresaola oder Carpaccio, bis hin zu Steak, Patties oder Räucherfisch. Das Wichtigste hierbei ist wieder das Kaizen-Prinzip, also der Weg zum Besseren. Such dir eine Option aus, verbessere dich von dort aus. Weil die schlechtere Option, die nachhaltig ist, ist noch immer besser als die perfekte Option, die einmal getestet wird. Gut, dann kommen wir zu deinem Mittagessen. Die Hauptaufgabe des Mittagessens ist, dein Energielevel für die zweite Tageshälfte zu halten. Für die meisten ist eine Kombination aus hochwertigen Proteinen, Gemüse und gesunden Fetten die beste Option. Genau wie beim Frühstück ist ein guter Weg, dein Energielevel eine Stunde nach dem Mittagessen auf einer Skala von 1 bis 10, ohne 7 zu bestimmen. Gute Optionen wären Salat bzw. Gemüse mit Fisch, Fleisch oder Meeresfrüchten und zusätzlich eine Portion gesunde Fette, wie zum Beispiel Avocado, Olivenöl, Nüsse, Schaf, Ziege oder Büffelmozzarella. Hier ist ein einfaches Baukastenprinzip, wo du dir aus Protein, Fett und Gemüse jeweils was zusammenbauen kannst. Hier ist auch das Hauptziel, Optionen zu suchen, die für dich weiterzuentwickeln, was dir schmeckt und nachhaltig funktioniert. Hier hast du wieder ein Baukasten, wie beim Mittagessen, nur jetzt für dein Abendessen. Im Gegensatz zum Frühstück und zum Mittagessen ist die Hauptaufgabe deines Abendessens nicht Energielevel aufrechtzuerhalten. Die Hauptaufgabe des Abendessens ist, deinen Entspannungszustand zu optimieren und somit deinen Schlaf zu optimieren. Und ein besserer Schlaf verbessert alle Aspekte in deinem Körper. Dein optimales Abendessen besteht somit aus hochwertigem Protein und Kohlenhydraten. Außerdem ist das Abendessen meist das sozialste Essen. Entweder mit Familie oder Freunden oder mit dem Partner. Wie vorher schon erwähnt, ist eine der beiden Grundregeln, auf Gluten zu verzichten. Deswegen sind hier glutenfreie Kohlenhydratquellen wie Basmati-Reis oder Jasminreis, Kartoffeln, Süßkartoffeln oder glutenfreie Pasta. Und keine Angst, nicht mal deine Kinder oder echte Italiener könnten den Unterschied zwischen normaler Pasta und glutenfreier Pasta schmecken. Die Menge ist jedoch sehr individuell auf dich angepasst und kommt auf verschiedenste Faktoren an, wie dein Aktivitätslevel, deine Muskelmasse und dein Körperfett, aber auch auf deine Toleranz zu verschiedenen Kohlenhydratquellen und danach natürlich auch auf deine Verträglichkeit. Bei mir zum Beispiel steigt der Blutzucker bei 3 Kartoffeln stärker an als bei einem halben Liter Eiscreme. Nein, da geht es nicht um den glykämischen Index oder die Menge an Zucker, sondern wie mein Körper individuell diese Lebensmittel verwerten kann. Ein weiteres Beispiel bei mir sind Tomaten. Die haben ja am Papier fast gar keinen Zucker. Wenn ich aber 3 Tomaten esse, dann schüttet mein Körper mehr Blutzucker aus, als würde ich einen halben Kilo Reis essen. Und da kommt es auf die sogenannte Bio-Individualität an. Warum ich von Kalorienzählen überhaupt nichts halte. Ich halte so gut wie gar nichts von Kalorienzählen aus einer Vielzahl an Gründen. Zum einen, weil es nicht nachhaltig ist, es macht auch keinen Spaß, jedes Mal Kalorien zählen zu müssen. Und ich habe gemerkt, dass die meisten Menschen eher gestresst werden dadurch. Und weil sie so gestresst sind, greifen sie dann eher zu schädlichen Produkten. Außerdem checke ich nie die Nährwertangabe. Ich checke aber immer die Zutatenliste. Die Nährwertangabe kann sehr täuschen, wie zum Beispiel bei Seitan. Seitan ist nahezu 100% Gluten. Und hier nochmal auf einen Blick alle wichtigen Punkte der NH-Diät. 2 harte Regeln, 4 Grundprinzipien. Frühstück ist gleich Fett plus Protein. Mittag ist gleich Protein, Fett und Gemüse. Am Abend darfst du Protein plus glutenfreie Carbs essen. Viel Spaß auf deinem Weg zum Besseren mit der NH-Diät.